Der Zöllner Zachäus. Eine Geschichte aus dem Leben Jesu. Das ist Zachäus. Zachäus war Steuereintreiber und nicht sehr beliebt, weil er für die Römer arbeitete, die zur Zeit Jesu Israel besetzten. Oft verlangte er auch mehr Steuern als gefordert, um sich zu bereichern. Eines Tages kam Jesus in die Stadt, in der Zachäus wohnte. Zachäus war begeistert und wollte Jesus unbedingt sehen. Als er versuchte, zu Jesus zu kommen, waren da aber sehr viele Menschen. Und weil er sehr klein war, konnte er Jesus nicht einmal von Weitem sehen. Da hatte er eine Idee. Er kletterte auf einen Baum an der Straße, an der Jesus entlang lief, und wartete, bis er vorbeikam, um ihn zu sehen. Als Jesus an dem Baum, auf dem Zachäus saß, vorbeikam, sah er ihn und sprach ihn an. »Komm runter, Zachäus, ich will bei dir essen.« Es war damals eine hohe Ehre für die Menschen, berühmte Leute zum Essen einladen zu dürfen. Zachäus kam sofort vom Baum und führte Jesus und seine Freunde, die Jünger, in sein Haus. Die Leute, die das sahen, waren nicht sehr begeistert davon. Für sie war Zachäus ein böser Mensch, und mit solchen Leuten sollte man nichts zu tun haben. Als sie gegessen hatten, stand Zachäus auf und sagte: »Jesus, ich werde meinen halben Besitz den Armen geben und den Leuten, die ich betrogen habe, ihr Geld vierfach zurückgeben.« Jesus freute sich darüber. »Heute ist ein besonderer Tag für dich. Du wurdest gerettet und dein Leben hat sich verändert. Genau dafür bin ich gekommen, um verlorene Menschen zu finden und zu Gott zurückzubringen.«